ja auch noch bessere Spiele. Ich bin Vater von Kindern. Helga von Hey Arnold. Wer Videospiele liebt, der macht sowas. Very good. Herzlich willkommen auf der Gamescom 2013, der größten Computerspielemesse der Welt. Next Generation of Gaming, das ist das Motto in diesem Jahr. Wir haben uns hier 4 Tage lang umgeschaut und gefragt, was sind die Trends, was ist angesagt und gibt es eigentlich auch Promis unter den Gamern? Ich bin froh, dass ich als ersten Gast Tim Endres begrüßen kann von der Köln Messe. Schön, dass Sie da sind. In die Gamescom, was macht die so besonders? Was zeichnet die aus in diesem Jahr 2013? Das ist sicherlich die Dimension der Gamescom 2013, die weltweit neue Bestmarken setzt. Wir haben hier über 635 Aussteller aus über 40 Ländern, die über 400 Neuheiten präsentieren. Das sind Welt-, Europa- und Deutschland-Premieren. Und das ist eine neue Dimension. Damit konnten wir die Vorjahreskennzahlen nochmal deutlich toppen. Was sind im Vergleich zu den Vorjahren sozusagen die ganz neuen Trends oder die besonderen Highlights in diesem Jahr? Das Trendthema der diesjährigen Gamescom ist Next Generation of Gaming. Und dahinter verbirgt sich insbesondere die neuen Konsolengenerationen der Gaming-Branche, also sprich die PlayStation 4, die Xbox One und die Wii U, wird hier vorgestellt, ist erstmalig für Consumer anspielbar. Und daher erwarten wir auch über 275.000 Besucher auf der diesjährigen Gamescom. Wie sieht es aus mit Mobile Gaming? Das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Absolut. Mit der zunehmenden Verbreitung von mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets nimmt Mobile Gaming ebenfalls deutlich zu, wird immer beliebter. Und auch das wird hier auf der Gamescom gezeigt von verschiedenen Ausstellern, die hier ihre Neuheiten in diesem Themenbereich präsentieren. Wie setzen sich denn dieses Besucherspektrum zusammen? Sind das mehr Männer, mehr Frauen, jung, alt? Es spielen ca. 50% der Frauen und Männer. Das ist relativ gleich verteilt und dementsprechend haben wir auch hier sowohl einen großen Anteil an Männern und Frauen. Auf der Messe ist nicht ganz gleich verteilt, die Männer überwiegen etwas. Aber wir haben hier Unterhaltung für alle Altersgruppen, also von jung bis alt wird interaktive Unterhaltung geboten. Insofern begrüßen wir auch Gäste von jung bis alt. Und von einem riesigen Einzugsgebiet von über 83 Ländern erwarten wir Besucher auf der Gamescom. Und 24.500 dieser Besucher sind Fachbesucher, also sprich, die machen ihr Geschäft hier auf der Gamescom in der Business Area, wo die Consumer keinen Zulass haben. Ja, lieber Herr Endres, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Ja. Es gibt hier auf der Messe natürlich auch die ganz hartgesottenen Gamer und die sind schon Tage vorher angereist und übernachten hier auf der Messe, 10 Minuten entfernt vom Gelände, haben ihre Zelte aufgebaut auf dem sogenannten Gamescom Camp und da hat sich unsere Kollegin Verena Jungblut mal umgeschaut. Im Kölner Jugendpark am Rheinufer zwischen Strand und altem Baumbestand liegt das Gamescom Camp. Nach einer kurzen Nacht machen sich die Camper fertig für die Messe. Morgen. Wunderbar, die erste Nacht war wunderbar. Wir haben gefeiert, nicht zu krass, da vorne gibt es tolle Sachen. Lagerfeuer haben wir ja aufgestellt. Lustig, ja, ist sehr nett hier. Ich bin zum ersten Mal hier, gefällt mir. Eigentlich sind die Leute hier immer ziemlich nett. Vor allem die Gemeinschaft ist wahnsinnig cool gewesen. Also jeder kannte mit jedem klar. Aus ganz Deutschland kommen die Game-Fans. Das Camp ist restlos ausverkauft. Krefeld und Hamburg quasi, das ist eine Gruppe hier. Aus Berlin komme ich. Mehr als 600 Aussteller präsentieren sich auf der Messe. Die Gamescom 2013. Battlefield 4 eindeutig. Das ist das Highlight. Ich bin hauptsächlich wegen Battlefield 3 und Call of Duty Ghosts hier. Die meisten bleiben 4 Tage. 1500 Camper pro Tag. Weil heute ist ja noch leerer und morgen wird es dann wieder voller, Samstag auch voller. Gehst dann nicht hin, also wir wahrscheinlich nicht, mal gucken. Jetzt dann in einer halben Stunde sowas, wenn wir losgehen. Ja, jetzt geht's ja dann gleich los. Und ab in die Warteschlange. Mehr als 100.000 Jugendliche warten bereits. Ja, ungefähr eine Stunde. Wir stehen seit, ich glaube, 2 Stunden schon hier. 4 Stunden. Hier auf der Spielemesse wird richtig hart gebettelt und zwar nicht nur am Bildschirm, sondern auch real.
Und unter den Herstellern herrscht der Kampf der Konsolen. Das Neue an der PlayStation 4 ist natürlich erstens mal die fantastische Grafik. Des Weiteren, dass die Verbindung, die Vernetzung von den klassischen Spielinhalten zu den Möglichkeiten des Internets, ja, das macht das Spielerlebnis insgesamt reichhaltiger. Sie können permanent mit ihren Freunden in Kontakt bleiben, während sie spielen. Und das macht letztendlich das Spielerlebnis aus. Das herausragende Merkmal ist eigentlich, dass wir bei unseren Wurzeln geblieben sind. Unsere DNA sind Spieler von Spielern für Spieler. Und wie ist das Gefühl beim Spielen? Wie hautnah ist man dabei? Also diese neue Steuerung über den Controller selber, dass man durch die Bewegung lenkt, ist also sehr interessant, macht sehr viel Spaß. Also die Xbox One ist die Konsole, die wirklich komplettes Entertainment anbietet. Wir fangen mit dem Gaming an, aber ich kann natürlich auch über Musik und über Film verfügen. Ich kann das Ganze mit Online-Services nutzen. Es gab durchaus ein Stück Kritik aus der Fangemeinde, die sagt, wir wollen nicht, dass die Kamera die ganze Zeit an ist. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass ich in den Einstellungen selber einstellen kann, wann die Kamera eingeschaltet ist und wann nicht. Ende des Jahres kommt die PlayStation und auch die Xbox One auf den Markt. Wie kommt die Xbox an? Perfekt. Also alles, was man so erwartet hat, wurde auch eigentlich erfüllt. Die Innovation bei Wii U ist das Gamepad mit integriertem Touchscreen. Das heißt, Sie haben einen Controller, bewegungssensitiv mit Bewegungssteuerung, vor allem aber mit einem zweiten Bildschirm. Und dieser zweite Bildschirm ermöglicht ganz neue Spielkonzepte. Sie haben quasi auf der einen Seite einen Fernsehbildschirm, auf dem das Spiel abläuft, auf der anderen Seite dieses Gamepad mit dem zweiten Bildschirm, wo andere Handlungen, andere Aktivitäten ablaufen können. Die Wii U von Nintendo ist schon auf dem Markt. Auch hier gibt es viel Neues. Die Steuerung ist optimiert worden. Also ich finde das neue Level-Design besser. Und man kann auch ab und zu Kopf überfahren, das finde ich ziemlich cool. Und die Grafik ist auch noch mal viel besser als bei der alten Wii. Die vierte Konsole Ouya kann auf der Messe aktuell noch nicht gespielt werden. Bei der nächsten Gamescom wird die Ouya auf dem dann vorhandenen Independent-Stand präsentiert. Die Konsole ist deutlich preiswerter, aber was viel wichtiger ist, die Konsole ist für Independent-Entwickler wie mich schnell verfügbar. Wir konnten die Konsole mit geringen Kosten programmieren und sie ist leicht und unmittelbar für Spieler nutzbar. Es ist das Beste für Entwickler und Spieler bekommen Zugang zu anderen Spielen. Es ist eine fremdartige, interessante neue Welt, die man vorher noch nirgendwo gesehen hat. Stichwort Interaktion und gemeinschaftliches Spielen. Es gibt ja hier auf der Gamescom auch die ESL League. Und da finden heute die Finals statt und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Wir befinden uns jetzt hier in Halle 8 in der sogenannten ESL-Arena. Bei mir ist ein echter Profi-Gamer, es ist Dennis Schneider. Ist heute bei uns. Hallo Dennis, schön, dass du dabei bist. Erzähl mal, was genau machst du hier, was spielst du? Ja, hallo und ich spiele StarCraft 2. Ich werde heute hier das deutsche Finale quasi ausspielen, die EPS-Finals. Was für ein Genre von Spielen ist das und was sind das genau für Finalspiele? Also StarCraft 2 ist ein Echtzeitstrategiespiel. Es gibt drei verschiedene Völker. Es werden Ressourcen abgebaut, Gebäude erstellt, Einheiten kreiert. Und es geht dann natürlich darum, den Gegner zu bezwingen. Das wird auf taktische Art und Weise gemacht. Also es gibt verschiedene Strategien und verschiedene Gedankenwege, wie man das Spiel ausspielt. Und es sind jetzt heute noch vier Spieler hier. Ich bin einer davon und es geht halt um den deutschen Meistertitel. Kann man sich das so ein bisschen so vorstellen wie auf dem Brettspiel Die Siedler? So in die Richtung ungefähr? Ja, das kann man auf jeden Fall vergleichen. Wenn man einen Vergleich sucht, wäre das wahrscheinlich am passendsten, ja. Also ich spiele ja in einem Team, in einem sogenannten Clan, Mousesports in dem Fall. Ich bin aber trotzdem jetzt in diesem Turnier ein Einzelspieler. Es gibt aber auch das Format, dass man 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder halt andere Formate spielt. Aber jetzt in dem speziellen Fall ist es 1 gegen 1. Ist man weltweit vernetzt? Gibt es auch Spieler in Japan, in den USA, gegen die man dann spielt? Ja, also es ist weltweit vernetzt, logischerweise. Wir spielen ja online, daher kann man auch gegen jeden auf der Welt spielen. Und StarCraft 2 ist zum Beispiel vor allem in Südkorea sehr, sehr groß. Es gibt amerikanische Spieler aus Australien, aus Südafrika, aus ganz Europa.
Und die Turniere finden auch immer auf unterschiedlichen Kontinenten oder in Ländern statt. Also hier auf der Gamescom ist ja nur ein einzelner Stop. Der nächste wäre dann zum Beispiel in China, in Kunshan. Weltweit übers Netz mit anderen Computerspiele spielen. Dafür steht unter anderem World of Warcraft. Was das genau heißt, hat sich mein Kollege Josip Soldo mal näher angeschaut. So, da ich kein Gamer, also kein Spieler bin, habe ich mir Hilfe geholt. Das ist Gesine Tetens von geeksisters.de. Gesine, wo gehen wir hin? Wir gucken uns jetzt World of Warcraft an. Das Fantasy-Spiel ist seit 2004 auf dem Markt und wurde mehrfach erweitert. Es hält den Weltrekord des beliebtesten Multiplayer-Online-Rollenspiels. 2010 hatte das Spiel eine Fangemeinde von mehr als 12 Millionen Gamern. Sie alle wollten in die Rolle heldenhafter Fantasiecharaktere schlüpfen. Das Spiel wurde mehrfach ausgezeichnet. Zum Erfolg trug bei, dass man auch in zahlreiche Welten eintauchen kann. World of Warcraft. Warum spielst du dieses Spiel so gerne? Es ist atmosphärisch sehr stark, es macht süchtig. Wie viel Zeit verbringst du denn beim Spielen? Also ich habe im Moment leider beruflich bedingt nicht die Zeit, jeden Tag zu spielen, aber wenn ich denn schon mal anfange, dann nehme ich mir 2 Stunden vor und am Ende sind es dann 4 oder 5 und dann ist es 2 Uhr nachts und ja. So, am Stand von World of Warcraft ist Gesine nicht mehr. Sie ist anscheinend verschwunden, also müssen wir die suchen. Beim beliebten Fußballsimulator Pro Evolution Soccer 2014 ist sie nicht. Das Autorennspiel Gran Turismo 6 hält 1200 Sportwagen für jeden Geschmack bereit, aber wohl nicht für Gesine. Hier ist sie auch nicht. Wir finden sie bei Oculus Rift, der Virtual Reality Brille, die ein ganz neues Spielgefühl vermittelt. Wow. Okay, das war krass. Man fühlt sich, als würde man wirklich in diesem kleinen Shuttle sitzen. Man hat die Bedienungsinstrumente vor sich sitzen, man hat links ein Maschinengewehr, man hat rechts eine kleine Flak. Und wenn man nach hinten guckt, dann sieht man, dass dahinter die Kapsel dann endet und dann kann man hochfliegen und sich die ganze Stadt angucken. Und es ist halt nicht zweidimensional, es ist komplett 3D und man fliegt immer so rum. Es ist echt ziemlich geil. Wenn Sie hier hinter mir viele verkleidete Menschen sehen, dann ist das nicht Karneval, sondern Cosplay. Das ist, wenn Fans sich als Figuren ihrer Lieblingsspieler verkleiden. Und was das genau bedeutet, das hat sich meine Kollegin Verena Jungblut mal angeschaut. Hi, kommt rein, ich zeige euch mein Reich. Ich bin ein Blutelf-Todesritter aus World of Warcraft. Ich bin böse, ich bin düster und ich bin tot. Ich bin ein Guardian aus Dragon's Prophet. Ich beschütze die Drachen, ich reite die Drachen und ich bereise die Lande. Ich bin ein Faun, ein Fabelwesen aus dem Wald. Ich bin der Beschützer des Waldes. Und dieses Kostüm ist nach meinen eigenen Vorstellungen designt. Ich bin die Dämonenjägerin aus Diablo 3. Ich mache den Dämonen den Garaus und kämpfe für das Gute. Ich spiele sehr viel so Rollenspiele. Mir gefällt einfach die Welt, sage ich jetzt mal, mit Drachen und Rittern. Es macht mir unheimlich viel Spaß, diese Charaktere zu spielen, die ich jetzt im normalen Leben ja nicht bin. Und ich würde sagen, einfach diese Welten zu erkunden, diese anderen Welten zu erforschen. Es ist einfach unglaublich toll, einen Charakter, den man normalerweise nur auf dem Bildschirm sehen kann, dann wirklich auch ins reale Leben zu bringen. Perfekt, dankeschön. Ja, so langsam sehe ich dann auch wieder normal aus. Das ist übrigens mein Freund, der Ralf. Hi. Der hilft mir beim Anziehen, Ausziehen und beim Stylen, quasi alles, was dazugehört. Okay. Also ohne ihn wäre das eigentlich fast alles gar nicht möglich. 2011, da bin ich auf dem Japan-Tag in Düsseldorf gewesen und da bin ich zum ersten Mal mit dem Thema Cosplay in Berührung gekommen. Ich kannte das zwar vorher schon, aber das war das erste Mal,
dass ich das wirklich gesehen habe, wie die ganzen Kostümierten da rumgelaufen sind in ihren bunten Kostümen. Dann habe ich mit denen gequatscht und habe das so ein bisschen mitbekommen, was das so ist, dass man das selber macht. Und fand das direkt von Anhieb, von Anfang an fand ich das total toll und total super und faszinierend. Und dann habe ich zu meinen Freunden gesagt, ja, nächstes Jahr, da mache ich mir auch ein Kostüm. Und dann meinten die alle schon so, ja, ja, komm, ne, bla bla. Und ja, dann nächstes Jahr, 2012, da am Japan-Tag, da hatte ich dann auch mein erstes Kostüm. Es war also direkt so, das ist der erste Charakter, den ich mache und direkt bam, eine Vollrüstung. Ich mache das jetzt einfach, egal, ob das schwierig ist oder nicht. Ich mache meine Kostüme für Conventions, ausschließlich nur für Conventions oder auch Wettbewerbe, die dann auf den Conventions stattfinden. Man sucht sich dann kurz vor, also wochenlang bzw. schon Monate vor der Convention, sucht man sich die Kostüme aus, die man auf dieser oder jener Convention tragen möchte. Dieser typische Alltag, sage ich jetzt mal, eines Cosplayers, dass man in der Sommerzeit einfach durch ganz Deutschland fährt. Man trifft Freunde, man geht, wie gesagt, auf Wettbewerbe, man lässt sich fotografieren, man quatscht mit unheimlich vielen Leuten, man quatscht vor allem auch viel darüber, hey, wie hast du das und das gemacht und boah, du siehst so super aus und können wir ein Foto zusammen machen, dann freut man sich immer total und man tauscht sich halt auch total darüber aus, wie man die Kostüme gemacht hat. Also bis es mal so aussieht wie diese Hand jetzt hier, sind wirklich unheimlich viele Arbeitsschritte notwendig. Es fängt im Prinzip einfach damit an, dass ich jetzt mir auf ein Stück Papier eine Skizze mache, wie ich möchte, wie es aussieht. Ganz banal zeichne ich dann meine Hand ab oder so und dann zeichne ich die einzelnen Teile auf, dann werden die ausgeschnitten und dann werden die Schnittmuster, die ich gemacht habe, auf Moosgummi übertragen. Stinknormales Moosgummi aus dem Bastelladen. Und diese Moosgummischnittmuster, die werden dann eingepackt, quasi wie so ein Sandwich. Ich nenne das immer die Sandwich-Methode. Werden dann eingepackt in dieses Material, das nennt sich Warblast Finest Art. Das ist ein Thermoplast und das wird erhitzt mit dem Föhn. Und durch dieses Erhitzen kann man das in alle möglichen Richtungen verbiegen, verformen, am Körper anformen. Ich kann es quasi heiß machen, dann kann ich es an meinem Körper formen. Und wenn es dann trocknet, also wenn es dann kalt wird, dann bleibt es in dieser Form und so entsteht das Ganze. Nach dem Grundieren, circa dreimal, wird das Ganze dann schwarz angemalt oder angesprüht und dann fängt man auch schon an, mit Farbe zu arbeiten. Das wird ein Barbar aus Diablo 3 und es wird quasi das Partnerkostüm zu Ralfs Kostüm. Der Barbar, der bekämpft quasi die bösen Dämonen, die ausgeschickt wurden, um ja, die Welt zu zerstören und die Welt in Finsternis und Dunkelheit zu treiben. Und der Barbar rettet die Menschheit, beziehungsweise die Menschen von den Bösen. Er ist also der Gute im Spiel. Und geht dabei ein wenig barbarisch vor. Aber gut. Ich stehe jetzt hier mit den beiden, Laura und Ralf, die wir gerade im Beitrag gesehen haben, die beiden Cosplayer bzw. Krieger. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Die sehen sehr martialisch aus. Laura, was hat euch denn eigentlich darauf gebracht, euch so verrückt zu verkleiden? Also zum ersten Mal sind wir halt leidenschaftliche Gamer und wir spielen halt unheimlich gern so Spiele wie Diablo, wo wir jetzt auch draus sind. Und diese Leidenschaft zu den Spielen hat uns einfach dazu gebracht, das nach außen auch hinzuleben. Und da haben wir uns gedacht, ja, machen wir mal den Barbaren. Das heißt, wenn man sich verkleidet, dann nimmt man eigentlich immer irgendeinen Charakter aus einem Spiel oder aus einem Anime oder sowas? Oder kann man das auch völlig frei interpretieren? Man kann natürlich auch seine eigenen Charaktere kreieren. Die meisten Cosplayer machen es wohl so, dass sie aus Spielen oder Filmen oder Comics, also das ist total breit gefächert. Man kann da alles Mögliche machen, wo man quasi Lust drauf hat. Wir haben uns jetzt auf die Spielewelt spezialisiert. Und inwiefern entspricht das vielleicht auch deinem echten Charakter oder eurem echten Charakter, diese Verkleidung? Ja, man guckt natürlich immer auch nach Charakteren, die einem besonders gut gefallen, die vielleicht auch zu einem passen. Ich bin halt auch ein bisschen so der düstere Mensch, sage ich jetzt mal so. Also ich würde jetzt nicht einen Charakter verkörpern wollen, der niedlich ist oder nett oder lieb. Ich bin dann eher so ein bisschen so in die böse Richtung. Ich mag das ganz gerne so, ja. Vielen Dank. Ja, Ralf, du bist jetzt hier auch mit dabei als Krieger. Als Krieger verkleidet, hat Laura dich dazu überredet, dass du mitziehst oder wie war das? Wie bist du darauf gekommen? Ja, also normal hat Laura ja nur Kostüme für sich gemacht, aber eines Tages
ja, hatte sie dann die Idee, mal für mich ein Kostüm zu machen. Und ich habe erst gesagt, naja, ich weiß nicht, ob das sowas für mich ist, weil ich eigentlich eher so im Hintergrund stand und ihr so ein bisschen von hinten geholfen habe. Und aber als sie dann für mich das Kostüm gemacht hat und ich es das erste Mal anhatte und dann diese Erfahrung gemacht habe, auf einer Convention rumzulaufen und diese Aufmerksamkeit zu bekommen, das war schon ein tolles Gefühl. Also jetzt bin ich hellauf begeistert und ja, jetzt bin ich mit dabei. Lara, wie ist das mit Kollegen? Man ist hier ja auch mit anderen Cosplayern schon gesehen worden. Gibt es da eine Konkurrenz oder seid ihr eigentlich alle so ganz kollegial untereinander? Also ich muss sagen, die Cosplay-Szene ist eigentlich sehr sozial und wir mögen uns eigentlich alle super gerne. Wir teilen auch unsere Erfahrungen mit den anderen. Natürlich ist eventuell da so ein bisschen Konkurrenzdenken, aber das würde natürlich keiner offen zugeben. Aber eigentlich sind immer alle total super nett und man ist immer freundlich zueinander. Also die deutsche Cosplay-Szene ist echt super, super nett, also kann man nur sagen. Das Geschäft des Verkleidens, des Cosplays, ist auch lukrativ? Also für uns ist es noch nicht lukrativ. Es gibt einige Cosplayer auf der Welt, die verdienen damit auch ihr Geld. Das ist ihr Hauptberuf. Wir sind noch nicht so weit. Wir sind halt noch relativ neu in der Szene. Und noch lohnt sich es nicht für uns. Vielleicht kommen wir irgendwann mal so weit. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Vielen Dank. Und wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn aus einem Hobby Arbeit wird. Wer etwas erreichen will, muss dafür arbeiten. Gilt leider meistens fürs Spiel genauso wie fürs Berufsleben. Der 100. Raid auf einen Boss für einen legendären Gegenstand ist oft so dröge wie stundenlanges Burgerbraten. Das Schöne? Spiele kann man im Gegensatz zur Realität ausschalten. Was aber, wenn Spielen zum Job wird und man 8 Stunden am Tag vor dem Gamepad sitzt? Goldfarmer-Chefin den ganzen Tag Ingame-Kohle, nur um sie an andere Spieler zu verkaufen. E-Sportler sahen bei großen Turnieren richtig ab. Aber ist der Job mit dem Spiel wirklich ein Traum? Der Hamburger Publisher Big Point ist bekannt für seine kostenlosen Browserspiele. Eines von ihnen ist Dark Orbit, eine Weltraumsimulation für tausende Spieler. Tausende Spieler, die erwarten, dass alles glatt läuft im All. Katrin Schulte kümmert sich darum. Meine Hauptaufgabe besteht darin, das Testteam, die Quality Assurance, die wir bei uns im Projekt haben, zu betreuen. Da bin ich verantwortlich für die Leitung eines 4-köpfigen Testteams, teste das Spiel selber, bereite die Testplanung vor, die Tests an sich und bin für die Kommunikation innerhalb des Teams mit anderen Departments zuständig. Eine ganz schöne Verantwortung, die sie sich da aufgeheizt hat. Ursprünglich waren Spiele nur das Hobby der gelernten Fotografin. Doch mit einem Praktikum bei EA begann ihre Karriere als QA-Testerin. Nun sitzt Katrin Schulte also 8 Stunden mit dem Rest des Dark Orbit-Teams im Büro. Oft sogar noch länger. Also wenn man bedenkt, dass ich fast 2,5 Jahre jetzt schon hier arbeite, dann kann ich es nicht sagen. Also das wird mehrere hundert, wenn nicht sogar 1000 Stunden sein mittlerweile. Dark Orbit spielen, Dark Orbit spielen, Dark Orbit spielen, wieder und wieder und wieder. Trotzdem geht sie gern zur Arbeit, sagt sie jedenfalls. Erforsche gerne Sachen, das gehört definitiv zum Testerberuf dazu, dass man halt auch wirklich um die Ecke denkt und guckt irgendwie, okay, wo könnte jetzt was kaputt sein. Es macht mit Sicherheit schon unglaublich viel Spaß, mit dem God-Mode die komplette Map in die Luft zu sprengen, wenn dann halt einfach alles brennt und man denkt sich irgendwie, alles klar. Trotzdem gibt es sie, diese Momente, die einen fast in den Wahnsinn treiben. Denn schließlich soll sie sich nicht anschauen, wie toll das Spiel ist. Sie beschäftigt sich den ganzen Tag nur mit den Unzulänglichkeiten, den Fehlern. Das Schlimmste ist, wenn man zum Beispiel weiß, okay, da ist irgendwas kaputt, aber man kriegt es nicht wieder hin. Es ist ja nicht damit getan, dass man einen Fehler gefunden hat und einfach sagt, hey, hier ist was kaputt. Man muss auch verifizieren, dass dieser Fehler tatsächlich immer auftritt, weil sonst weiß ja niemand, wo er suchen muss. Und wenn man sich da die Zähne ausbeißt, das ist dann schon mal ziemlich schlimm. Das sind im Prinzip die Bugs, die halt immer wieder vom Entwickler zurückkommen mit, hey, bei mir funktioniert das aber alles. Und man ist 100%ig sicher, nein, bei mir funktioniert es aber nicht. Und das ist dann öfter schon mal in so ein bisschen, ja, ich nenne es immer Bug-Ping-Pong ausgeartet. Das sind die Sachen, an denen man sich richtig die Zähne ausbeißt und die richtig fies sind. Aber nicht nur die täglichen Abnutzungserscheinungen werden mehr. Auch das private Spielen ist nur noch teilweise so, wie es vor dem Job in der Spielebranche war.
Im Endeffekt ist es aber so, dass ich trotzdem privat nach wie vor spiele. Das Einzige, was sich tatsächlich ändert hat, was ich auch immer merke, man fängt an, gleichzeitig irgendwie zu testen und zu gucken, okay, wie kriege ich das Ding jetzt noch kaputt? Arbeit mit Spielen kann ganz schön abstumpfen. So großartig sich das alles auch im ersten Moment anhört, Spiele können auch ziemlich nerven. An die Triforce-Suche aus Wind Waker denken wohl die meisten Spieler voller Grauen zurück. Das Harte. Wer sich professionell mit Spielen beschäftigt, kann sie nicht zur Seite legen, wenn sie anstrengend werden. Sich dabei die Liebe am Spiel zu bewahren, ist eine echte Aufgabe. Human. Es gibt aber noch andere Menschen, die dann ins Spiel kommen, wenn es schon fast fertig ist. Zum Beispiel die Lösungsbuchmacher von Future Press. Pünktlich zum Erscheinungstermin eines Titels muss das Nachschlagewerk schon im Regal stehen. Bei Release haben die Autoren und Zeichner meist schon hunderte Stunden mit einem für uns brandneuen Game verbracht. Will Murray ist einer von ihnen. Meine Ausbildung habe ich als Illustrator gemacht. Dann habe ich viel zu viele Spiele gespielt und wurde ziemlich gut darin. Und so haben sie mich hier bei Future Press eingestellt. Ich schreibe, editiere Texte und zeichne Karten. Oft werden aber noch weitere Spezialisten aus aller Welt zu bestimmten Passagen befragt. Bevor Will Murray vor 2 Jahren nach Hamburg gekommen ist, war er auch einer dieser externen Experten. Ein absoluter Beat'em-up-Profi. Seit 2005 arbeitet Future Press an Büchern zu Prügelspielen. Und ich war einer der besten Soul Calibur und Tekken-Spieler in England. Danach wollten sie ein Okami-Buch rausbringen. Dafür brauchten sie Karten und ich zeigte ihnen meine Illustrationen. So fing alles an. Meist reisen die Autoren für rund einen Monat zu den Entwicklern und spielen sich dort ein. Bevor das erste Wort eines Guides geschrieben wird, haben Will Murray und seine Kollegen meistens schon hunderte Stunden in das Spiel investiert. Am meisten habe ich wohl Soul Calibur 5 gespielt. Ich war für alles verantwortlich, musste jeden Charakter wirklich verstehen. Viel Zeit habe ich nach Feierabend investiert. Da saßen dann 10 Leute bei mir zu Hause rum und wir haben bis 5 Uhr morgens gespielt. In meinem Fernseher ist immer noch das Soul Calibur-Logo eingebrannt. Das waren mindestens 500 Stunden, und zwar nonstop. Die Planung eines kompletten Buches kann dagegen furchtbar ausarten. Autoren müssen Pläne bekommen, hunderte Spielstunden absolvieren und Dutzende Karten zeichnen. Und nie ist klar, ob die nächste Version, die man vom Studio bekommt, vielleicht ganz anders aussieht als das Spiel, mit dem man schon so lange gearbeitet hat. Bei Bayonetta hatten wir eine nahezu perfekte Version 6 Monate vor dem Release. Bei Dark Souls sah das finale Spiel komplett anders aus als die Version, die wir kurz zuvor gespielt hatten. In solchen Momenten schiebst du nur Panik. Genau wie bei Katrin Schulte hat sich durch das Spielen im Job für Will Murray auch privat einiges geändert. Bayonetta habe ich 6 Monate nonstop gespielt und es ist immer noch wundervoll. Aber an manchen Spielen arbeiten wir fast 1 Jahr lang. Da kann es durchaus passieren, dass wir froh sind, wenn wir das Spiel nie wiedersehen müssen. Wenn man sich Wochen und Monate so intensiv wie Will Murray mit einem einzigen Game beschäftigt, dann verlieren Spieler automatisch von ihrem Zauber. Wenn ich ein neues Spiel einlege, kann ich nicht mehr anders. Ich muss mir vorstellen, wie es entstanden ist. Wind Waker und Metroid Prime sind immer noch meine Lieblingsspiele. Ich glaube, das liegt daran, dass ich damals noch nicht hinter die Kulissen geblickt hatte. Keines der Spiele in den letzten 5-6 Jahren hat das erreicht. Das hat wohl viel damit zu tun, dass ich gesehen habe, wie sie entstehen. Trotzdem würde Murray seinen Job niemals hergeben. Der Zwang, so tief in eine Welt einzutauchen, hat für ihn eine vollkommen neue Seite an Spielen eröffnet. Je mehr ich mir Bayonetta anschaue, je mehr ich die Mechaniken und die Systeme dahinter verstehe, umso fantastischer finde ich es. Klar, irgendwie müssen wir im echten Leben Geld verdienen. Und Arbeit an- und mitspielen klingt erstmal immer toll. Dass das Ganze in ziemlichen Stress ausarten kann, dürfte ja jetzt irgendwie klar sein. Warum wir aber ernsthaft unser hart erarbeitetes Geld ausgeben, nur um in Spielen weiterzuarbeiten, das klären wir besser ein anderes Mal. Wow! Was passiert, wenn Hobbys zum Beruf werden? Das haben wir gerade gesehen. Aber bei Hobbys fängt ja auch oftmals vieles an. Und gerade Kinder fangen mittlerweile sehr, sehr früh an zu spielen. Was man dabei beachten muss, das zeigt jetzt unsere Kollegin Jennifer Stötzel.
Bunte Bilder, unglaubliche Welten. Computerspiele faszinieren damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Alle wollen die virtuelle Welt kennenlernen. Sie erleben immer früher, welche Möglichkeiten die Spielewelten bieten. Sie wollen fremde Orte entdecken, in unbekannte Welten abtauchen und mit Fantasiefiguren Abenteuer erleben. Medienpädagoge Jürgen Sliegers vom Projekt Spielraum der Fachhochschule Köln sieht es als ganz natürlich an, Spielwelten erkunden zu wollen. Ich habe in Spielen wahnsinnige Möglichkeiten. Also ich kann der sein, der ich vielleicht in Realität nicht sein kann. Ich kann in Spielen etwas machen, was ich in Realität nicht machen kann. Ich kann Harry Potter sein, wenn mich das gerade fasziniert. Ich kann als 14-Jähriger im Ferrari sitzen, was ich in der Regel auch nicht machen kann. Virtuelle Welten, virtuelle Kämpfe. Sie bieten den Spielern Ausflüchte aus dem Alltag. Erfolge im Spiel können den Gamern in der realen Welt helfen, aber sie können sie genauso in Gefahr bringen. In der Regel weiß der Spieler ja, dass er eintaucht und wieder rausgeht und kann auch nicht alles aus dieser virtuellen Welt mitnehmen. Er kann aber Erfahrungen mitnehmen. Er kann auch mal mitnehmen, wie das ist, etwas gut gemacht zu haben. Doch wenn das Spiel zur Zuflucht wird, wenn virtuelle Kämpfe zu wichtig werden, entfremdet sich der Spieler zunehmend von der Realität. Warum ist auf einmal das Spielen wichtiger als das reale Leben? Weil in der Regel macht das reale Leben mehr Spaß. Aber wenn ich darüber rausfinde, oh, das Spielen ist schön für meinen Sohn, für meine Tochter, weil das reale Leben keinen Spaß macht, ist ganz wichtig, da an der Ursache nachzufassen. Um das zu vermeiden, sollten Eltern und Lehrer ihre Kinder schon bei den ersten Schritten in der Computerwelt begleiten, sagt Jürgen Sliegers. Man kann nicht voraussetzen, dass ich als Lehrer jetzt mit dem Thema in den Unterricht gehe, dass alle begeistert sind. Das kann ich nicht voraussetzen. Also da gibt es auch das gute Recht der Kinder, der Jugendlichen, dass sie sagen, da habe ich keinen Bock drauf und ich will mein Thema Games hier nicht in der Schule verhaktstückt haben. Genauso kann das zu Hause natürlich sein, dass die Kinder auch erstmal sagen, was wollen meine Eltern jetzt im Kinderzimmer? Wenn es richtig angestellt wird, wenn es auch früh stattfindet, wenn es auch mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam stattfindet, dann ist es wunderbar. Durch die Spielewelt können vor allem junge Menschen noch in anderer Weise profitieren, mit neuen Berufen. Denn nicht nur im Silicon Valley werden Games entwickelt, in Deutschland gibt es dazu inzwischen ganze Studiengänge. Es ist nicht mehr nur der Lokomotivführer und der Feuerwehrmann als Berufswunsch, sondern irgendwas mit Spielen. Also das Sounddesign, das Marketing, das Programmierer, das Story-Entwickler, all das und noch viel, viel mehr dazugehört. Das sind gar nicht alles nur Berufsfelder, sondern teilweise Arbeitsbereiche, wo man auch quer einsteigen kann. Das ist faszinierend, also um generell in diese Welt einzusteigen. Immer mehr kreative Köpfe werden in dieser wachsenden Branche gebraucht. Neue Ideen, immer größere Projekte und anspruchsvollere Technik. All das, um die Gamer zu beeindrucken. Gibt es das Patentrezept für das perfekte Spiel? Es gibt nicht den Spieler, der nur bei einem Spiel hängen bleibt. Also das ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Ich glaube auch nicht, dass die Entwickler das wirklich beabsichtigen, ein Spiel zu entwickeln, wo sie die Spieler blind machen für alles andere. Die Spieler wollen immer wieder neu beeindruckt werden. Das stellt die Entwickler vor die Herausforderung, ständig neue, fesselnde Welten zu schaffen. Wenn man Jugendliche früher gefragt hat, was sie gerne werden wollen, dann hieß es ab und zu vielleicht mal Tierarzt oder Astronaut. Und wie wir eben gehört haben, ist das heute aber ganz anders. Da heißt es nämlich öfters auch mal irgendwas mit Computerspielen. Und eine, die das für sich umgesetzt hat, ist heute bei uns. Das ist Rachel Franklin. Die macht nicht irgendwas mit Computerspielen, sondern sie ist Spieleentwicklerin. Rachel, nice to have you. Rachel, schön, dass Sie bei uns sind. Wie würden Sie denn Ihren alltäglichen Arbeitsalltag beschreiben? Everyday work life. Ich habe einen sehr aufregenden Arbeitstag. Ich sitze mit dem Kreativteam zusammen, die sich die Grundidee eines Spiels ausdenken, oder mit den Künstlern, die das grafisch visualisieren müssen, oder eben mit den Ingenieuren, die dann die Anwendung programmieren. Jeden Tag eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben. Wir stehen hier in einem Raum mit verschiedenen Charakteren an den Wänden. Wie genau werden denn diese Charaktere eigentlich zum Leben erweckt? Absolutely.
Sehr gerne. Wir haben ein Kreativprogramm, das es einem als Spieler ermöglicht, jeden Charakter, jeden Sim zu entwerfen, den man möchte. Sie können rothaarig, blond, groß oder klein sein. Unser Team geht hin und entwirft Charaktere, von denen wir denken, dass sie Spaß machen könnten und repräsentativ sind. Einfach viele Charaktere, mit denen man spielen kann. Und die Ergebnisse sieht man hier an der Wand. Aber als Spieler kann man eigentlich jeden Charakter entwickeln. Für Kinder und Jugendliche, die mal als Spieleentwickler arbeiten wollen, wie können die denn eigentlich am besten in diesen Beruf einsteigen? Es ist eine Frage der eigenen Leidenschaft. Wie für alles, was man machen will, muss man Leidenschaft haben. Und wenn man inspiriert ist, dann findet man einen Weg. Wir suchen immer Menschen, die ihre Arbeit mit Leidenschaft machen. Was fasziniert Kinder denn so sehr daran, eine andere Person zu werden, so etwas wie eine zweite Persönlichkeit zu entwickeln oder in die Rolle eines Avatars zu schlüpfen? Ich denke, bei den Sims geht es weniger darum, einen Avatar zu spielen, sondern mehr darum, eigene Geschichten aus der Kindheit auszuspielen. Nur jetzt, als Erwachsener, ist man anspruchsvoller, muss mehr darüber nachdenken, wie das Leben wäre, wenn man diese oder jene Person wäre. Und man spielt dann diese Momente und Geschichten wirklich aus. Und das macht Sims 4 aus. Wir machen diese Geschichten persönlicher. Wir erfinden Sims, die revolutionär sind. Man kann sich mit ihnen identifizieren, sie sind glaubwürdig und ihre Bewegungen sind unglaublich. Und genau das ist der Grund, warum das Storytelling, das Spiel, so bedeutungsvoll wird. Danke, dass Sie bei uns waren. Ja, und was passiert, wenn Spielen einfach zu viel Spaß macht und man mehr Zeit am Joystick verbringt als anderswo? Das zeigt uns jetzt der Beitrag von Joachim Kläschen. Schon mal beim Spielen die Zeit vergessen? Gezockt, bis die Augen zufallen und man beim Einschlafen Tetrinos sieht? Das kommt in den besten Kreisen vor. Aber wenn Videospiele das ganze Leben bestimmen, lautet die Diagnose: Videospielsüchtig. Schüler schnetzen sich lieber durch Dungeons, als sich um die Schule zu kümmern. Erwachsene lassen die Büroarbeit liegen und beackern im Browser Bauernhöfe. Die schnelle Runde Pflanzen gegen Zombies dauert gerne mal bis tief in die Nacht. Wie kann es sein, dass das virtuelle Leben wichtiger wird als das reale? Warum fallen wir auf die gleichen Tricks rein wie Laborratten? Härter recherchiert als Frontal 21 und wissenschaftlich fundierter als Galileo. Reload deckt auf. Seit Space Invaders und Asteroids gelten Arcade-Automaten als Groschengräber. Aber die Geräte boten auch eine Chance, angeditschte Egos aufzupäppeln. Wer im Sportunterricht in allen Disziplinen versagte und in der großen Pause Dresche bezog, der konnte beim Zocken zeigen, was er auf dem Kasten hatte. Nach mehr als 30 Jahren ist die Genrepalette deutlich größer geworden. Noch immer sorgen Videospiele für wohlige Ego-Boosts. Wer allerdings nur in Spielen erfährt, wie großartig sich Erfolg anfühlt, kann ein psychisches Problem bekommen. Spielen kann süchtig machen. Glaubt ihr nicht? Ist aber so. Computerspiele enthalten bestimmte Mechanismen, die uns an die Spiele binden. Das bedeutet, unterschiedliche Computerspiele haben ein unterschiedlich hohes Abhängigkeitspotenzial. Computerspielsüchtig wird man aber nicht alleine vom Computerspielen. Um eine Computerspielsucht zu entwickeln, müssen immer auch persönliche Faktoren hinzukommen. Bedeutet, kein Computerspiel einzeln macht abhängig, aber für viele anfällige Menschen wird es zum Problem. Dr. Tim Aldering ist leitender Psychologe an der Schönklinik Bad Bramstedt. Er behandelt jährlich etwa 60 Patienten, die unter krankhaftem Computergebrauch leiden. Je nach Schwere der Erkrankung dauert die stationäre Behandlung zwischen 6 und 12 Wochen. Dann wird die Therapie ambulant fortgesetzt. Mehr als eine 500.000 Deutsche zeigen ein problematisches Nutzungsverhalten. Allerdings gibt es nur wenige Einrichtungen, in denen Betroffene Hilfe finden. Neben Bad Bramstedt in Mainz und Neunkirchen. Das größte Suchtpotenzial bieten Rollenspiele, aber auch Strategiespiele und Shooter, die online gespielt werden.
Viele der verantwortlichen Mechanismen sind allerdings banal. So banal, dass sogar Laborratten darauf hereinfallen. Besonders effektiv funktioniert das Belohnungslernen bei Ratte und Mensch. Wann immer eine Ratte auf eine Taste drückt, wird sie mit einem Stück Käse belohnt. Interessant wird das Spielchen, wenn die Belohnung nur unregelmäßig auftritt. Die Ratte drückt dann so häufig die Taste, bis der Käse kommt und macht nichts anderes mehr. Fertig ist die Suchtspirale. Also ein ganz bekanntes, berühmtes Belohnungssystem, zum Beispiel World of Warcraft, ist ja, wenn man mit der Gilde zusammen sich einem Quest stellt, dass am Ende, wenn man den Endgegner besiegt hat, von vornherein gar nicht unbedingt klar ist, welche Gegenstände ich genau bekomme. Also das sind in der Regel ja hochrelevante Gegenstände, auf die wir alle heiß sind, aber wir wissen noch gar nicht genau, was da kommt. Und das macht auch die Belohnung stärker für uns. Und das führt ja dazu, dass manche Quests ja auch immer wieder gespielt werden, um bestimmte Belohnungen dann auch zu bekommen. Besonders in Rollenspielen entfalten solche variablen Verstärkerpläne ihre hypnotische Wirkung. Jeder neue Rang einer Spielfigur bedeutet mehr Macht und neue Möglichkeiten. Allerdings dauert es auch immer länger, höhere Ränge zu erreichen. Aber für das Erfolgserlebnis als Belohnung kämpft man sich dann auch gerne ewig lange durch Horden von Kroppzeug. Der hypnotische Effekt wird verstärkt, wenn wir auf ein Ziel hinarbeiten. Fortschrittsbalken und Prozentzahlen verlocken zum Weitermachen. Jeder hört gerne mit dem Gefühl auf, etwas geschafft zu haben. Noch 5 Minuten, Mutti! Grafik und Sound verstärken den Effekt. Erfolg in Videospielen ist ein sinnliches Erlebnis. Weitere Spiele, die ein höheres Suchtpotenzial mit sich bringen, sind Ego-Shooter, die gemeinsam mit anderen online gespielt werden. Und im Grunde genommen sind es ganz ähnliche, wenn nicht die gleichen Mechanismen wie bei den Multiplayer-Online-Rollenspielen. Der zweite Aspekt ist, dass ich es in der Gruppe mache, dass ich eine wichtige Rolle in der Gruppe spiele, dass ich gemeinsam mit anderen was erlebe und mich als soziales Wesen erlebe. Auch in Aufbausimulationen wie Farmville oder Tiny Tower finden sich mustergültige Suchtspiralen. Der Einstieg ist kinderleicht, doch das Vorankommen wird schnell zäh. Allerdings gibt es in der Spielwelt immer etwas zu tun. Und wer die Spielwelt verlässt, läuft Gefahr, etwas zu verpassen. Wer lässt schon die Ernte umkommen? Ein wichtiges Element in der Behandlung von Computerspielern, die den Computer krankhaft benutzt haben, ist auch, dass wir ihnen helfen müssen, wieder in die reale Welt zurückzukommen. Sie waren ja oft sehr lange zurückgezogen, fast abgestumpft, haben keine Kontakte, nichts Positives mehr erlebt in der realen Welt. Und da geht es darum, gerade hier in der Behandlung auch viel mit anderen zusammenzumachen, wieder Dinge zu erleben, bis hin zu so extremen Aktivitäten wie im Hochseilgarten zu klettern. Die Grenzen zwischen Leidenschaft und Abhängigkeit sind fließend. Es ist leicht, in Verführungen von Videospielen zu verfallen, besonders wenn man angeschlagen ist und ohnehin Hilfe benötigt. Wer Betroffene kennt, sollte sich kümmern. Gemeinsam lässt sich Abhängigkeit besser überwinden. I just saved your ass. Ja, ich begrüße jetzt hier ganz herzlich bei mir zwei Gäste, und zwar einmal Herrn Thorsten Unger vom Bundesverband der Computerspielindustrie. Schön, dass Sie bei uns sind. Und Frau Judith Ackermann, Medienwissenschaftlerin an der Uni Siegen. Herr Unger, die deutsche Computerspielindustrie bzw. Computerspiele hier in Deutschland haben mittlerweile im Grunde eigentlich so einen Status von Kulturgut erreicht. Was haben Sie als Verband damit zu tun, um diesen Status zu erreichen? Ja, wir haben uns sehr aktiv eingesetzt dafür, dass Games als Kulturgut in Deutschland tatsächlich auch offiziell anerkannt sind. Ich bin selber auch Sprecher im Deutschen Kulturrat für das Cluster Film und audiovisuelle Medien, weil einfach Computerspiele zum täglichen Medienkonsum zum einen dazugehört und zum anderen auch einfach Ausdruck des medialen Schaffens sind. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass es letztendlich da keine zwei Fragen zu gibt, und setzen uns sehr intensiv auch dafür ein, indem wir zum Beispiel Ausstellungen mit Computerspielkunst begleiten, dass wir uns auch aktiv im Deutschen Kulturrat einsetzen für die Belange der Branche, dass wir uns wirklich auch auf verschiedenen Formaten da einfach betätigen. Inwieweit hat die Politik zum Beispiel denn auch jetzt begriffen, wenn sie das denn hat, dass die Computerspiele und die Industrie mittlerweile wirklich tiefe Wurzeln hier im Land hat? Ja, ich glaube schon, dass mittlerweile da eine Erkenntnis da ist, dass Games genauso wie Film oder Musik heute einfach zum täglichen Leben dazugehören. Wir haben mittlerweile etwa 35% der Bevölkerung, die regelmäßig digitale Spiele spielt. Und auf dem Wege kann man einfach auch da in der Politik einfach eine immer breitere Zustimmung zu dem Thema als solchen feststellen. Und das drückt sich ja auch aus, dass Sil Brösler hier auf der Gamescom ist. Es ist ja so, dass mittlerweile die
ja, die Spiele eine so große Faszination ausüben. Wir sehen das hier und heute. Was macht dieses Computerspielen vielleicht auch vor allem im Interaktionssinne so spannend? Und wie hat sich die Nutzung von Computerspielen und Interagieren da verändert? Also Computerspiele haben sich natürlich sehr stark verändert, da wird ja auch wahnsinnig viel entwickelt und gerade was du auch gesagt hast, dieses interaktive Moment ist natürlich immer noch sehr spannend. Ich kann als Spielerin Teil einer virtuellen Welt sein, ich kann in dieser Welt Handlungen vollziehen, die Welt reagiert auf mich, ich kann Rollen ausprobieren, die ich im wahren Leben nicht einnehmen kann, kann das mit Freunden gemeinschaftlich tun, also und die Bandbreite ist einfach sehr groß. Es gibt ganz viele verschiedene Genres, ganz viele verschiedene Themen, ganz viele verschiedene Arten zusammenzuspielen im Computerspiel. Also natürlich hat sich ganz viel dadurch bewegt, dass man dann über das Internet zusammenspielen konnte und dann auf einmal mit ganz vielen Menschen gemeinschaftlich spielen konnte, was ja vorher nicht möglich war. Da musste ich mich ja treffen mit Freunden, vielleicht auf einer LAN-Party oder Leute kommen zu mir nach Hause. Dadurch ist es erstmal sehr viel größer geworden. Und wir haben natürlich eine zunehmende Verbreitung von mobilen Endgeräten. Dadurch wird das Spielen sehr viel flexibler. Ich kann das Spiel überall mit hinnehmen und kann jetzt auch durch die ständige Internetverbindung bei diesen Geräten, also wenn ich mit dem Smartphone spiele und Kamera, kann ich halt den Raum auch wirklich einbinden. Ich bin nicht mehr separiert von dem Raum, in dem ich mich befinde, sondern kann das in das Spielerleben mit einbringen. Apropos Spielen auf dem Mobiltelefon, das ist ein großes Stichwort, ist ja jetzt auch das Mobile Gaming. Erlebst du das in diesem Jahr anders? Hat das einen größeren Stellenwert auf dieser 2013 Gamescom? Also ich sehe es auf der Messe jetzt noch nicht so sehr. Allerdings ist ja jetzt kürzlich gerade eine Statistik wieder rausgekommen, dass eigentlich jede zweite Person schon fast die Computer spielt, die es auch auf dem Smartphone betreibt, sodass wir da sehr, sehr viele Nutzende haben. Die sind aber nicht so sichtbar. Also das sind ja verhältnismäßig oft dann sehr kleine Spiele. Und wenn eine Person für sich alleine spielt, wird es erstmal noch nicht so sichtbar. Ich glaube, dass sich da noch viel tun wird, weil es ist auf jeden Fall in der breiten Masse angekommen, diese Form des Spielens. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, dass Sie beiden bei uns waren. Was es genau mit diesem Let's Play auf sich hat, wenn also Computerspiele live kommentiert werden, das schauen wir uns jetzt mal an. Sie sind überall. Sie sind lang. Sie verstopfen das ganze Internet. Let's Plays. Shall we play a game? Let's Plays. Ein aktuelles Phänomen. Let's Plays sind Videos, in denen irgendjemand ein Spiel spielt und das Ganze dabei kommentiert. Mein Name ist PewDiePie. Kohle, 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 Kohle. Red zusammen. Lalala. Kohle, Kohle, tralala. Hallo, hallo, hallo. Dabei geht's darum, das Spiel vorzustellen oder ein Walkthrough anzubieten oder einfach lustig mit dem Spiel zu interagieren. Aus einem interaktiven Medium wird dabei ein passives Medium. Was für ein Scheiß. Sagen die einen und halten das Ganze für total unkreativ. Aber die anderen klicken 1000 Trilliarden mal drauf. Der YouTube-Kanal Yogscast beispielsweise, der hauptsächlich Let's Plays macht, hat fast 2 Milliarden Aufrufe und ist damit einer der beliebtesten Channels überhaupt. Berühmte Let's Player wie Gronkh haben mehr Twitter-Follower als beispielsweise Joko und Klaas und sind somit wissenschaftlich bewiesen berühmter. Wie kann das sein? Wir geben zu, wir sind ein bisschen neidisch auf deren Klicks und versuchen zu verstehen, warum so viele Leute das so gerne gucken. Das Ganze begann 2006 auf dem Forum der Webseite somethingawful.com. Dort chronicelte der User Slowbeef seine Reisen durch die Welt von Super Metroid. Zunächst in Form von Screenshots und Text. Und dann ab Anfang 2007 als Video. Was ja auch mehr Sinn ergibt, denn Videospiele bewegen sich ja. Genau wie Videos. Von da ging es weiter und weiter, als es einfacher und einfacher wurde, Videospiel-Footage aufzunehmen. Die PS4 geht noch einen Schritt weiter und will uns mittels des Share-Buttons zwangsweise alle zu Let's Playern machen.
Das hier waren übrigens die ersten Worte des sympathischen Vorzeige-Let's Players Gronkh. Oh, bla bla. Herzlich willkommen zu einem wunderschönen Let's Play-Video. Vielleicht weiß er ja, warum die Leute das Zeug so gern gucken. Warum die Leute Let's Plays gucken, ist für uns bis heute das große Geheimnis. Du weißt es auch nicht? Warum denn lieber zugucken als selber spielen? Die Entscheidung dabei, ob ich jetzt ein Spiel selber spiele oder spielen lasse in dem Falle, ist eigentlich genauso wie beim Fußball. Weil im Grunde genommen, du guckst ja den Spielern zu, die machen in dem Moment den Leistungssport, die haben die Endorphine, die haben die ganzen Ausschüttungen und du bist halt letzten Endes ein Konsument des Entertainments. Let's Plays können also so sein, als würde man einem guten Freund beim Zocken über die Schulter gucken oder einen Film mit Audiokommentar ansehen. Let's Plays sind eine alternative Art und Weise, Videospiele zu konsumieren. Es gibt schließlich auch genug Leute, die ihre Videospiele gern lesen. Vielleicht kann sich der kleine Ewald das Spiel XY nicht leisten, aber er möchte auf dem Schulhof gerne mitreden. Was tut er? Ganz einfach. Er guckt sich ein Let's Play an. Du Arschloch, wo hast du meine ganze Ernte kaputt gemacht? Wie kommt denn euch überhaupt dahin? Oder er sieht es als Review und guckt, ob er sich das Spiel kaufen will. Und es geht natürlich um den Let's Player selbst als Entertainer. Man sieht das Spiel durch seine Augen. Es geht darum, wie er mit dem Spiel interagiert. Wie macht man denn ein gutes Let's Play? Aha, eine sehr gute Frage, mein Freund. Man muss, um Let's Plays zu machen, eine richtige Quatschtante sein. 50% ist das Spiel, weil du musst halt schon entweder ein Spiel haben, was mitreißt, was dich so ein bisschen einfühlen lässt oder was halt wirklich so scheiße ist, dass du dich wieder lustig machen kannst darüber. Und zu 50% dann wiederum von dem, der es spielt und der es halt präsentiert. Haben wir das also geklärt. Bald haben wir Millionen Klicks. Kommen wir nun zu den Problemen. Das offensichtlichste? Copyright. Denn die Footage, die Let's Player auf YouTube schmeißen und mit denen einige auch richtig Geld verdienen, gehört eigentlich den Spieleentwicklern. Bisher gab es kaum Beschwerden, die Entwickler freuten sich sogar über die PR. Bis vor kurzem. Da hat Nintendo dem einen Riegel vorgeschoben. Die Firma möchte nun überall mitverdienen, wo viele Aufnahmen ihrer Spiele drin sind. Einige Let's Player fühlen sich in ihrer Kreativität beschnitten. Jedes Durchspielen ist ein einzigartiges audiovisuelles Erlebnis, sagen sie. Andere sagen, nein. Dass du durch ein Spiel von anderen Leuten läufst und dabei laberst, ist keine wirklich kreative Leistung. Schwierig. Ob man Let's Plays jetzt als Henry Jenkinsche Vermischung zweier Medien sieht, als Prosumer-Partizipationskultur oder einfach nur als ärgerlichen Billo-Content. Let's Plays sind hier. Halten sich an keine herkömmlichen dramaturgischen Regeln, aber scheinen den Zeitgeist total zu treffen. Müssen wir jetzt mit klarkommen. So, ich stehe jetzt hier am Let's Play-Stand und neben mir ist einer der wahrhaftigen Stars der Let's Play-Szene, das ist Pete Smeet. Der ist jetzt hier bei uns und wird uns mal erklären, wie das abläuft bei Let's Play. Ja, Pete Smeet bin ja nicht nur ich alleine, wir sind ein Team von 6 Leuten, die stehen auch gerade hier um uns rum und geben schön Autogramme auf der Gamescom. Let's Play bedeutet im Grunde einfach nur, dass man ein Videospiel einlegt, das spielt eine Runde und darüber ein bisschen quatscht und das aufnimmt und auf YouTube hochstellt. Möglichst unterhaltsam natürlich. Und wie seid ihr darauf gekommen? Ihr habt ja, glaube ich, 2011 gestartet. Wie ging das denn überhaupt los? Oder wie seid ihr darauf gekommen, so Anleitungen zu machen? War das eure Idee? Nein, unsere Idee war es auf gar keinen Fall. Wir waren nicht die Ersten in Deutschland. Ich war allerdings immer interessiert in dieser Szene, an dieser Szene, Gaming und so weiter und so fort. Ich habe auch bei einem Fachmagazin ein Praktikum gemacht und habe deswegen immer so ein bisschen den Markt überblickt. Und da sind auf einmal diese Videos entstanden von Leuten, die einfach ohne irgendeinen Schnitt diese Spiele gezeigt haben und wie ein Wasserfall darüber geredet haben. Und da habe ich gedacht, ey, das ist super, das ist die beste Kaufberatung überhaupt und es ist auch noch unterhaltsam, das können wir doch auch mal ausprobieren. Da habe ich erst ein paar Videos gemacht und nach sind meine persönlichen Freunde noch mit eingestiegen und jetzt sind wir zu 6 und haben einen großen Kanal und haben echt Spaß an der Sache. Was meinst du, woran liegt das, dass die Leute darauf so abgehen? Hier ist ja wahnsinnig viel los, ihr seid ja so richtig sowieso Rockstars. Woran liegt das, dass die Kids da so drauf abfahren? Brauchen die die Anleitung? Ist das einfach so dieser Gemeinschaftscharakter? Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich Unterhaltung. Also viele Leute, das tut mir jetzt leid zu sagen, aber manche schauen halt kein Fernsehen mehr, sondern gehen dann auf YouTube, schauen unsere Videos einfach nebenbei, lachen dabei, sehen uns teilweise sogar jeden Tag. Und die Gamescom ist halt eine der wenigen Momente, wo man dann auch uns persönlich gegenübertreten kann, halt sagen kann, ey, das Video war doch cool oder einfach mal Hallo zu sagen. Und deswegen kommt natürlich dann viel zusammen, weil sich das über das Jahr hin aufstaut und jetzt sich entlädt. Und deswegen ist ja so viel los, aber es ist super. Und meinst du, werdet ihr da in Zukunft noch wachsen? Also ich meine, kann es eigentlich noch besser laufen bei euch?
Das ist eine total gemeine Frage. Von mir aus kann es gerne besser laufen, aber man kann gerade in dieser schnelllebigen Branche nie sagen, wie es wird. Also man kann natürlich Vermutungen anstellen, aber das traue ich mir nicht zu. Wir machen einfach weiter wie bisher, nämlich nur das, worauf wir Lust haben. Das ist ganz wichtig. Und solange uns die Zuschauer sehen wollen, machen wir weiter. Ihr spielt jetzt vor allem Minecraft, Poker und so weiter. Gibt es eigentlich irgendwas, da sagst du auch irgendwann, mir wird es zu viel, ich würde gerne mal was anderes zocken. Worauf freust du dich am meisten hier auf der Gamescom dieses Jahr? Das Gute ist, wir spielen nicht nur Minecraft, wir machen sehr viele Videos am Tag, weil wir auch 6 Menschen sind. Wir spielen eigentlich alle wichtigen Spiele, die rauskommen. Und von den Spielen, die mich hier auf der Gamescom bisher am meisten geflasht haben, war eigentlich Titanfall von Electronic Arts. Sehr cooler Teil. Vielen Dank, schön, dass du bei uns warst. Dankeschön. Wir haben hier Galaxy Fire 2 HD, das ist ein Open Space Shooter, das heißt, wir fliegen durch den Weltraum und jagen Piraten. Und was wir sehen, ist halt ein richtiges 3D-Spiel, wie man das vielleicht von Konsolen her kennt. Das heißt, sehr, sehr hohe Qualität und ist natürlich auch alles voll vertont. Ich bin hier bei Fish Labs, bei Michael Schade. Da geht es um Mobile Gaming. Schön, dass wir hier sein dürfen. Mobile Gaming ist ein ganz heißer Trend 2013 hier auf der Gamescom. Worum handelt es sich denn eigentlich genau? Naja, also im Wesentlichen ist es so, dass halt einfach so viele mobile Geräte im Markt sind. Wir haben jetzt über 500 Millionen iPhones und iPads im Markt. Und 2/3 aller Downloads für diese Geräte sind eben Spiele. Und Apple hat gerade im Sommer gesagt, dass 50 Milliarden Apps runtergeladen wurden, seitdem es den App Store gibt, also in den letzten 5 Jahren. Und das heißt, wir haben also locker 30 Milliarden Spiele wurden runtergeladen. Es ist die größte Gaming-Plattform überhaupt. Was sind das denn heute für Spiele, die Leute so begeistern? Also es gibt natürlich immer noch sehr einfache Spiele, so wie Snake, die sind auch immer noch populär. Aber der Trend entwickelt sich immer mehr dahin, dass die Spiele genauso gut werden, wie man es jetzt aktuell von der PlayStation oder Xbox kennt. Das liegt einfach daran, dass die Entwicklung auf den mobilen Geräten so schnell voranschreitet und Apple jedes Jahr mit einem besseren iPad um die Ecke kommt und man tolle 3D-Grafikkarten haben und super Sound in diesen Geräten drin sind. Und dadurch, dass jetzt sich das Geschäftsmodell auch geändert hat, dass die Spiele eben am Anfang nichts mehr kosten, laden sich halt so viele Menschen das runter. Und das Schöne am mobilen Gerät ist, ich habe es halt jederzeit mit mir und es ist auch immer verbunden mit dem Internet. Ich kann jetzt jederzeit den Spielstand von meinem iPhone aufs iPad übertragen und insofern kann ich natürlich auch sehen, wo sind gerade meine Freunde. Und ich muss noch nicht mal sicherstellen, dass meine Freunde zu dem Zeitpunkt auch gerade spielen, sondern ich kann ihnen eine Nachricht hinterlassen, hey, wir sind zusammen in dem Level weitergekommen und jetzt spiel du mal weiter, während ich jetzt nach Hause fahren muss. Genau. Gerne. Vier neue Konsolen, Trends wie Mobile Gaming, Let's Play, ESL, Finals, was wir nicht alles erlebt haben. Judith, du bist jetzt nochmal bei uns. Was war denn für dich das Highlight oder was fandest du besonders spannend, welche Entwicklung? Was ich sehr spannend fand und was ich auch Leuten ans Herz legen würde, die jetzt vielleicht morgen nochmal vorbeikommen, wäre auf jeden Fall mal die Oculus Rift auszuprobieren, also mal zu sehen, wie das ist, wenn man wirklich in das Spiel eintauchen kann, in eine virtuelle Realität mit einer Brille quasi, weil das was ist, was man vorher hier noch nie ausprobieren konnte. Das heißt, es ist also quasi wie eine 3D-Brille fürs Kino, was man mittlerweile ja auch kennt, nur für Computerspiele? Tatsächlich bin ich dann nur in der virtuellen Welt. Ich kann also meine Umgebung in dem Moment gar nicht wahrnehmen. Ich habe das Gefühl, ich bin wirklich in dem Spiel drin. Also eine Erfahrung, die man mal ausprobieren sollte. Obwohl das dann ja wahrscheinlich deinen Erkenntnissen mit dieser sozialen Interaktion beim Spielen so ein bisschen entgegenstünde? Also man muss gucken, wie sich das weiterentwickelt und wie das eingebettet werden kann. Natürlich schirmt es erstmal ab, weil ich meine Umgebung nicht wahrnehmen kann. Aber es gibt einfach, bietet sehr viele interessante Möglichkeiten, wo man jetzt schauen muss, wie sich das weiterentwickelt. Wenn wir jetzt noch mal einmal zum Abschluss über Spiele reden, was ist denn hier ein Spiel, auf was du dich besonders freust? Also ich freue mich sehr, wenn Watch Dogs erscheint, weil das ein ganz spannendes inhaltliches Konzept auch ist, dass man sich mit Hilfe von IT-Technik in Systeme hackt und sich dann, um dann eine Stadt für sich, für seine Zwecke manipulieren zu können, was also auch unsere ganz aktuellen Themen total aufgreift. Vielen Dank, schön, dass du bei uns warst. Gibt's hier auch noch bessere Spiele? Ich bin Vater von Kindern. Helga von Hey Arnold. Wer Videospiele liebt, der macht sowas. Very good. Ja, liebe Zuschauer, das war's von der Gamescom 2013.
Spiele sind wirtschaftlich wichtig und in der Gesellschaft angekommen. Ich fand es bunt, schrill und aufregend. Und damit verabschiede ich mich aus Köln.